Ein wunderschönes Hallöchen heute wieder bei Rund um Lost Ark mit eurem Fexi. Schön, dass ihr wieder hier seid auf unserem Kanal. Ich möchte heute gerne in das Thema reingehen. Ist Lost Ark 2022 euer MMORPG? Kann es das werden oder nicht? Das werden wir uns gleich ein bisschen genauer angucken. Wenn ihr ein Unterstützerpaket gekauft haben solltet, dann könnt ihr mit Lost Ark loslegen am 8.2. Wenn nicht, denkt daran, Lost Ark ist ein Free-to-Play-Titel. Dann könnt ihr am 11.2. direkt loslegen mit Lost Ark. Deswegen lasst uns direkt reingehen in Lost Ark und lasst uns mal gucken, was euch in Lost Ark erwarten könnte. Würde ich mal so sagen, Abfahrt und let's go, ihr Lieben. Was macht Lost Ark anders wie andere Spiele in diesem Genre? Ganz simpel gesagt, wir haben hier ein Spiel, was zwei Genres beinhaltet. Wir haben hier einmal ein MMORPG, wie zum Beispiel auf WoW, dass wir große Instanzen uns angucken können, zum Beispiel Raid-Instanzen, 16er, dass wir richtig knackige Elite-Bosse haben oder dass wir auch in Chaos-Instanzen reingehen können, nachher mit Level 50 in der Vierergruppe. Die ganze Levelphase ist auch sehr interessant, dass wir hier wirklich eine große Main-Story haben, die einen epischen Ausmaß haben. Wir haben hier wirklich auch diesen Hack-and-Slay-Aspekt, wie auch in Diablo 3, dass wir uns durch Horden durchmetzeln können. Wir haben ein umfangreiches Skillsystem, was wir uns auch nachher nochmal ein bisschen im Detail angucken wollen. Also das Besonderste an diesem Spiel, dass wir wirklich zwei Genres haben, was ein Spiel ergibt, und das ist Lost Ark. Aus zwei unterschiedlichen Welten. Ein cooles Spiel. Man muss natürlich diesen Hack-and-Slay-Ansatz lieben, wie auch diesen MMORPG-Ansatz, weil wenn ihr nachher erstmal Level 50 seid und in die freie Welt raus losgelassen werdet, dann wird ihr wirklich merken, dass da sehr viel MMORPG drin ist, mehr als am Anfang oder was ihr beim Leveln mitbekommt. Lass uns ein wenig über den Level-Aspekt in Lost Ark reden. Ihr habt hier wirklich keinen Grind-Faktor, das heißt, ihr müsst hier nicht stundenlang irgendwelche Mobs im Kreis umballern, um euren Levelanstieg zu erfahren. Nein, ihr habt hier wirklich eine große Story, eine epische Story im epischen Ausmaß. Ihr könnt hier voll reingehen, wie um Schlacht um Mittelerde. Es ist wirklich sensationell gut in Szene gesetzt. Also ihr könnt hier wirklich reingehen. Alleine, wenn das Endgame nachher nicht euer sein sollte, alleine das Leveln zum Endgame hin macht sau viel Spaß, weil die Story dahinter richtig cool in Szene gesetzt ist. Ich bin ein richtig großer Fan bin von der Story von Lost Ark. Mit den ganzen Nebenquests, mit der Hauptstory braucht ihr ungefähr 30 bis 40 Stunden. Wenn ihr alleine nur die Hauptquests macht, könnt ihr auch von 10 bis 15 Stunden maximal Level erreichen. Und dann geht es natürlich so ein bisschen los mit dem Grind. Es ist ja ein Hack and Slay. Man soll natürlich seine Ausrüstungsgegenstände zusammen grinden. Und man muss natürlich nachher die ganzen Materialien, Mineralien natürlich auch ergrinden in den ganzen Instanzen, damit ihr nachher euer Gear-Level hoch craften könnt und damit ihr nachher die größeren Instanzen, Raid-Instanzen, wie auch die höheren Schwierigkeiten im Chaos-Instanzen bewältigen könnt. Grind-Faktor in der Levelphase habt ihr überhaupt gar nicht. Im Endgame natürlich klar, ist es ja ein Hack-and-Slay in ein MMO mit drinne. Lass uns einmal ganz kurz über den Klassenaspekt über Lost Ark reden. Es gibt eine sogenannte Über- und Unterklasse in Lost Ark, wie wir das hier auch schon sehen bei den Krieger. Darunter befindet sich noch ein Paladin und ein Berserker. Der Paladin kann zum Beispiel besser die Gruppe noch supporten und heilen und unterstützen. Und der Berserker macht mehr Schaden beim Tanken zum Beispiel. Die Magierin, darunter gibt es eine Beschwörerin, die sehr viel Schaden auf Range austeilen kann. Oder dann gibt es darunter die Bardin, die die Gruppe sehr stark supporten kann. In den Instanzen, in den großen Raid-Instanzen sind es wirklich Schlüsselcharaktere. Wenn ihr eine Klasse spielen möchtet und gerne in der Gruppe gesehen sein möchtet, nehmt ihr am besten eine Bardin oder ein Paladin, dann habt ihr immer schnell eine Gruppe und könnt auch schnell mitgehen in den Raids. Dann brauchen wir natürlich auch Miele-Schaden, was die Assassin durchführen kann zum Beispiel, oder was wir auch hier schon sehen, eine Kanonier und Kanonierin, was auch ganz interessant ist, dass es einmal hier männlichen, weiblichen Genderlock gibt. Was interessant ist, dass sie auch noch einen unterschiedlichen Skillsystem haben. Das heißt, wir haben hier zwar ein Kanonier und eine Kanonierin, aber trotzdem spielen die sich unterschiedlich und sind unterschiedlich, aber die wollten hier den Genderlock ein bisschen aufweichen, damit er nicht so stark reinhaut. Ob sie das nachher weiter ausbauen mit dem Genderlock oder ob das so bleibt, das weiß ich jetzt nicht. Oder ob sie ihn komplett irgendwann rausnehmen oder Gegenklassen diesbezüglich machen, müssen wir abwarten, wenn das Spiel weiter in der Entwicklung ist. Lass uns einmal ganz kurz in das Fertigkeiten-Kampfsystem reingehen in Lost Ark. Wir bekommen ja mit jedem Levelaufstieg Skillpunkte, und diese Skillpunkte, die können wir natürlich hier in die Zweige reinsetzen. Da haben wir hier unseren Hauptangriff, das wäre der Wirbelschlag, den wir weiter optimieren können oder auch verändern können nach den Bedürfnissen, so wie wir den Wirbelschlag haben möchten. Ich habe hier jetzt 4 Punkte reingesteckt, habe den ersten Zweig freigeschaltet und habe den Nervenhieb hier geskillt.
Und wenn wir nachher 7 Punkte hier reingesteckt haben, dann kriegen wir den zweiten Zweig freigeschaltet und können weiter den Wirbelschlag optimieren, so wie wir ihn gerade benötigen. Das bedeutet, wir können den ganzen Skill, die Hauptfertigkeit nach unseren Bedürfnissen hinbauen, hinbasteln, wie wir ihn gerne haben möchten. Und mit den Presets könnt ihr nachher relativ schnell zwischen den einzelnen unterschiedlichen Skill-Varianten hin und her switchen. Lasst uns einmal über die Spielwelt von Lost Ark philosophieren. Lost Ark hat eine große Spielwelt, mit der wir auch mit unseren Schiffen Exploration betreiben können, neue Inseln entdecken können und natürlich auch auf den Inseln neue Dungeons entdecken können, die wir betreten können in der Gruppe, aber auch alleine. In Lost Ark wird wirklich Exploration noch groß geschrieben. Man kann viele neue Dinge entdecken und es gibt sogar auch eine Unterwasserwelt in Lost Ark, wo wir auch wieder Raid-Instanzen haben, die wir mit unserem Mitstreiter natürlich bestreiten können. Also wenn ihr Exploration liebt, ist Lost Ark vielleicht auch sogar euer Spiel. Lost Ark wurde in Korea 2019 released. Dadurch, dass das Spiel jetzt schon 3 Jahre auf dem Markt ist, konnten die Entwickler das Endgame sehr viel weiter ausbauen. Das heißt, wenn wir das Endgame erreicht haben, ist es nicht so, dass wir nichts mehr zu tun haben, weil dann fängt Lost Ark erst richtig an und wir haben wirklich sehr viel zu tun in Lost Ark, ihr Lieben. Was auch sehr cool ist, dass wir auf jeden Fall auch Housing hier drin haben. Du hast deine eigene Insel, deine eigene Burg, die du immer weiter ausbauen kannst, was schon ziemlich cool ist. Dass du auch deine eigenen Tränke, deine Sachen herstellen kannst, aber im Housing musst du nicht machen. Du kannst die Sachen auch alles im Aktionshaus natürlich auch erwerben, aber du kannst es machen. Wenn du keine Lust hast auf Housing, kannst du die Game-Mechanik auch einfach links liegen lassen. Aber wie gesagt, du kannst es machen, um bestimmte Tränke herzustellen, die du auch selber verkaufen kannst, nachher im Aktionshaus oder selber nutzen kannst. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall auch ein großer Anteil, das ist ein großes, komplexer Anteil, das ganze Housing-System. Deswegen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich da voll reingehen. Wie gesagt, wir haben Raid-Instanzen, 16er, wir haben schwere Raid-Instanzen, da gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Wir haben normale Chaos-Instanzen, wo wir mit 4 Leute reingehen können. Da gibt es auch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, abhängig vom Level-Gear. Die PvPler unter uns, die sollen auch ihren Spaß haben. Es werden Arenen geben, wo wir Mann gegen Mann, Fight gegen Fight antreten können, was wohl auch annähernd zu 100% ausgebalanced sein soll und auch skaliert zu den Klassen. Denn wird es auch größere Gildenschlachten geben auf den Inseln, wo wir uns mit den Gilden messen können. Ich bin sehr gespannt, wie es da aussehen wird. Also auch für unsere PvPler, die haben hier reichlich zu tun, wo sie dann in den Arenen Fight gegen Fight gegen die Leute, gegen ihre Gegner antreten können, wie die Gladiatoren damals in den römischen Zeitalter. Was auch eine sehr schöne Sache ist nachher im späteren Verlauf, wenn ihr euren ersten Charakter hochgespielt habt, habt ihr auch die Möglichkeit nachher zu twinken, 1, 2, 3 andere Klassen hochzuspielen, weil die sich wirklich unterschiedlich spielen lassen und auch sehr viel Spaß machen, das Twinken. Und was auch noch einen sehr schönen Nebeneffekt habt, wenn ihr nachher mehrere Twinks am Start haben solltet, könnt ihr nachher über den Twink, nachher über den Erholsamkeitsbonus, den ihr habt, mehr Mats farmen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich mit meinem Main-Charakter durch bin durch die Instanz und der Erholsamkeitsbonus ist futsch, das heißt, wir kriegen dann doppelt so viel Mats raus aus den Instanzen, nehme ich einfach meinen Twink als nächstes, gehe damit durch die Instanz durch, bis der Erholsamkeitsbonus da auch futsch ist und kann damit mehr Mats rausziehen, als wenn ich keinen Erholsamkeitsbonus habe. Also Twinken lohnt sich ja auf jeden Fall auch, weiterzukommen und natürlich, dass wir unseren Gear-Level weiter hochbringen, pushen können, damit wir nachher unsere Rüstungssachen weiter auf- und craften können. Also hier ist das Twinken schon eine sehr coole Sache und hat auf jeden Fall auch einen Mehrwert. Also wenn ich mal einen Tag keine Zeit habe oder 2 Tage, ist es nicht so schlimm, weil ich über den Erholsamkeitsbonus einfach doppelt so viele Mats rausziehen kann und mit den Twinks sind wir noch ein bisschen schneller dabei. Und wenn euer Hauptcharakter fertig ist mit den Gear-Level oder wenn ihr damit soweit zufrieden seid, könnt ihr dann zum nächsten Charakter rübergehen, um den dann weiter zu pushen. Also da kann man auf jeden Fall schon mal sehr viel machen. Vielleicht ist das auch eine sehr schöne Game-Mechanik, worauf ihr Bock habt. Das könnte euer Spiel werden für das Jahr 2022. Ich werde direkt loslegen am 8.2. und mit euch zusammen reingehen und die Spielwelt von Lost Ark zu entdecken. Und ich hoffe, ihr seid dabei, wenn ihr Lust habt auf ein MMORPG mit ein Hack and Slay integriert. Ich denke mal, das ist was ganz Neues, ein ganz neues Spieldesign, was wir so noch nicht hatten, zumindest in Europa. Ihr habt eine schiere große Welt, die wirklich sehr groß aufgebaut ist, wo ihr mit eurem eigenen Schiff Exploration betreiben könnt, neue Inseln entdecken könnt, ihr könnt euer Gearscore weiter ausbauen. Das heißt, ihr könnt immer weiter euren Charakter ausbauen mit den ganzen Items, die er hat.
Da könnt ihr sehr viel machen. Deswegen habt ihr sehr viel zu tun. Und vielleicht ist das euer Spiel 2022. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein. Werdet ihr reingehen in Lost Ark oder sagt ihr, nee, ist doch nicht so mein Spiel. Ist mir vielleicht doch zu umfangreich. Oder ich warte lieber doch auf Diablo 4. Wie seht ihr das? Schreibt mal gerne in die Kommentare rein. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal eine wunderschöne Zeit. Dankeschön, dass ihr hier wart, dass ihr reingeguckt habt. Lasst gerne einen Daumen oben da. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen. Und vergesst nicht, die Abo-Glocke zu bedienen, wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet zu Lost Ark oder natürlich auch zu Diablo, wenn ihr dabei sein wollt. Bis dann, euer Fexi. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis dann.